Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Woche auf meinem Kanal. Wir beginnen die Woche wieder mit 60 Parsecs und wir gehen direkt in ein neues Abenteuer. Und dieses Mal wählen wir, wen wählen wir denn am besten? Wir haben hier Beweglichkeit und Intelligenz. Ich glaube, ich gehe dieses Mal auf Intelligenz und Stärke. Und ich versuche halt, die anderen auch noch irgendwie halbwegs mitzunehmen. Das letzte Mal haben wir 20 Tage überlebt. Ich bin gespannt, wie lange es wir diesmal schaffen. Mal gucken. Wünscht mir Glück. Erstmal muss ich genug Zeug mitnehmen. Also was wir auf jeden Fall brauchen, ist, dass ich muss das Handbuch finden. Ich muss unbedingt das Handbuch finden. Okay. Erstmal ein bisschen was zu essen mitnehmen. Der kleinen Einführungszeit. So, ich habe da schon Verbandskasten gesehen. Na los, go, go, go. So. Ich sehe da auch schon die Intelligenzbestie. Ach, scheiße. Aber die kann ich trotzdem mitnehmen, ne? Ja. Okay, perfekt. So, die Intelligenzbestie haben wir am Start. So, unseren alten Captain nehmen wir mal mit. Alter, aus dem Weg. Komm mit. So, das nehmen wir mit und das. Haben wir noch ein bisschen was zu essen dabei. Jetzt haben wir eigentlich schon die wichtigsten am Start. Ich brauche unbedingt noch das Buch. Oh, das nehmen wir mit. Nehmen wir. Ach, den dicken kann ich gleich mitnehmen. Nehme ich die Waffe mit. So, Verbandskasten und Buch. Verbandskasten und Buch. Ich brauche Verbandskasten und Buch. Verbandskasten. Sehr schön. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich kann es aber auch nicht mitnehmen. Oh, eine scheiß Tür! Nehmen wir die Gasmaske noch mit. Und das Essen hier meinetwegen. Jetzt müssen wir zurück. Jetzt müssen wir zurück. Ich schaff noch was, ich schaff noch was. Ich nehme das hier mit. Okay. Oh. Oh, Mist. Oh, ich hab das Buch nicht gefunden. Ich habe das Buch nicht gefunden. Aber ich habe den Verbandskasten. Alles gut. Ich bin gespannt, wie weit wir damit kommen. Wir haben ordentlich Leute dabei. Wir haben hoffentlich genug Rationen dabei. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, 10 Tage müssen wir überleben. Ab 10 Tagen müssten wir einen Planeten finden. Tag 1. So. Wie viele Dosensuppen haben wir? 6? So, wie selbstbewusst wir sind. Gut, das kennen wir schon. Captain, alle Missionen der Astrobürger beginnen mit einer ermutigenden Rede. Machen wir eine stärkende Rede. Dann passt das schon. Kommen jetzt auch ein bisschen schneller voran, weil wir nicht mehr so viel lesen müssen. Jetzt zumindest zu Anfang. Tag 2. Puh, ein starker Captain ist genau das, was die Besatzung jetzt braucht. Leider war die Demonstration deiner Macht darauf begrenzt, zusammenhangloses Zeug zu rufen, wie Hände hoch, das ist ein Überfall, oder ist der Finger oben, wird man dich loben. Also Leute, immer schön liken. Wenn du deine Mannschaft verunsicherst oder in absoluter Schrecken versetzen wolltest, dann war deine Rede ein voller Erfolg. Captain, sie sind sichtlich aufgebracht. Ich glaube, jemand meinte, sich aus der Luftschleuse stürzen zu wollen. Oh. Okay. Woher soll ich wissen, was ich für eine Rede halten soll? Ich bin jetzt auf Stärke gegangen, ne? Ich habe aber keinen Stärketypen dabei. Ich habe eine Intelligenzbestie und einen schnellen Typen dabei. Okay. Das Herstellungsmenü ist auch verfügbar. So. Dich scheint etwas zu bedrücken, Captain. Ich habe bemerkt, dass du dich wieder aus dem Fenster in die unendliche Leere starrst. Warum? Hast du etwas verloren? Verstehe, du denkst an die Erde. Ich muss zugeben, sie war schon toll. Also vor dem nuklearen Grillfest. Okay, wir haben diesmal das Artefakt dabei. Das Artefakt ist also echt wichtig. Ich habe die Puppe nicht. Ich habe die Puppe nicht. Na egal. Wir kommen damit klar. So, mal kurz hier ein Fenster aufmachen, damit es ein bisschen heller wird mit der Cam. Okay, Tag 3.
Du scheinst über etwas bedrückt zu sein, Captain, aber diese Sorgen sind wohl verflogen. Ich bin nicht überrascht von deiner Entscheidung, Trost bei dem von Astrobürgern ausgegebenen Artefakt zu suchen. Es wird garantiert all deine emotionalen Probleme lösen. Ich kann nicht sagen, ob es das Gemurmel zum Artefakt oder das Jonglieren desselben war, das dir geholfen hat, aber ich bin froh, dass es dir besser geht. Gut, keiner ist verrückt geworden. Das ist schon mal ein besserer Einstieg als beim letzten Mal. Tagträumer. Heißt das, ich habe jetzt einen Buff? Ich glaube, ich habe jetzt einen Buff. Wo sehe ich das nochmal hier, ne? Ja. Stärke, fit, Intelligenz, clever, passabel. Naja. Und das Artefakt ist immer noch da. So, Captain, das ist erstaunlich. Diese Scanner haben einen Behälter aufgespürt, der in unserer Nähe durch den Weltraum schwebt. Was wohl da drin ist? Was nun, Captain? Sollen wir versuchen, den Behälter an Bord zu holen? Wir haben nicht so viel Essen, deswegen werden wir den mal an Bord holen und hoffen, dass da Essen drin ist. Oh, ich will gar nicht wissen, was passiert ist. Ah, alles gut, alles gut. Huh. Die geheimnisvolle Ladung, die unser Scanner gestern entdeckt hatte, ist nun an Bord. Öffnen in 3, 2, 1. Der Behälter war voller Kabel. Und nicht nur ein Kabel, Massen an Kabel. Sie waren überall und alle waren miteinander verknotet. Sich da durchzuarbeiten war ein Albtraum, aber die Mühe hat sich gelohnt. Am Boden dieser verfluchten Kiste war ein Kabel zur Abwechslung an etwas Nützlichen angeschlossen. Ein Kommunikationsgerät. Stimmt, das haben wir auch nicht mitgenommen. Das haben wir jetzt auch. Sehr schön. So, ich kann mit Energie ein bisschen was herstellen. Da recyceln, ja. Aber ich kann das Buch nicht herstellen. Ich kann das Artefakt verbessern. Hängt das, was wir herstellen können, von unseren Crewmitgliedern ab oder vom Captain? Naja. Nun, das kam unerwartet. Captain, wir haben Käse in unserem Vorratslager gefunden, zumindest glaube ich. Oh, okay. Das kennen wir schon. Der Käse ist nicht gut, das war Seife. Wir werden die Seife nicht essen. Du hast den Käse nicht gegessen, war vermutlich eine weise Entscheidung. Denn eine chemische Analyse brachte ans Licht, dass es sich dabei um ungenießbares Stück Seife handelt. Du bist hungrig. Okay, die Leute sind ziemlich hungrig, weißt du was? Wir geben denen gleich was zu essen. Langzeitraumfahrten bergen viele Risiken für die körperliche Gesundheit von blablabla, von Muskeltheorie bis Faulheit bis hin zu berüchtigten natriumreichen Ernährung. Ich bin besorgt, dass sich die körperliche Verfassung der ganzen Besatzung seit Beginn unserer kleinen Reise verschlechtert hat. Ich empfehle ein tägliches Trainingsprogramm, für das ihr lediglich euer eigenes Körpergewicht braucht. Dafür benötigt ihr keinerlei Ausrüstung, nur die Schwerkraft oder eher künstliche Schwerkraft. Meldet sich jemand freiwillig zum Training? Der Fitteste bin wohl ich. Okay, und dann kriegt jeder was zu essen, damit seine Werte schön oben bleiben. Jetzt können wir noch jedem einmal Essen geben. Ich muss mir Essen mitnehmen, die werden verhungern, die werden mir alle verhungern. Das nächste Mal gibt's erst Essen, wenn alle am Verhungern sind. Captain, deine Haltung war unterirdisch. Liegestütze und Planken erfordern nicht allzu viel Kraft. Zumindest sind das absolute Minimum, um aus jemandem Charakter 6 eine vorbildliche Astrobürgerin, vorbildlichen Astrobürger zu machen. Nach diesem Training hattest du noch mehr Hunger, hast jedoch keine Kalorienprämien erhalten. Die sind nur für starke Leute. Ich hätte Essen bekommen können. Voll hungrig. Ist das eine Medaille aus einer Dose? Hungrig. Ihr habt doch gerade gegessen. Viel zu früh habe ich den Essen gegeben. Naja. Captain, deine Aufmerksamkeit wird hier benötigt. Das ist ganz und gar nicht normal. Wir registrieren unbekannte Signale. Ich kann nicht identifizieren, wer sie sendet oder was sie beinhalten. Es könnte eine Störung durch eine Sonneneruption sein oder viel schlimmer noch eine Art der Sowjet, ihre Signale zu verschlüsseln. Okay, wir müssen die Signale entschlüsseln und dafür nehmen wir die Intelligenzbestie. Auch wenn er Hunger hat und seine Intelligenz ein bisschen geschrumpft ist. Aber das kriegen wir schon hin. Wir brauchen Essen. Wir brauchen dringend Essen. Tag 7. Alles in Ordnung. Der Bart ist ein bisschen gewachsen.
Oh Gott, was ist hier passiert? Wieso bin ich verletzt? Er war doch draußen. Ah, Captain, das musst du dir ansehen. Ich bin wirklich nicht schnell aus der Ruhe zu bringen. Aber das ist einer der größten Momente für die Menschheit und die von Menschen geschaffene KI. Wir sind nicht allein im Universum. Oh, wir haben schon Planeten gefunden, ne? Wir konnten endlich die Signale entschlüsseln, die wir empfangen haben. Sie stammen von Aliens, also von anderen Lebensformen. Und nein, damit meine ich nicht die Kommis. So etwas haben wir noch nie zuvor gesehen. Anscheinend gibt es einige intelligente Zivilisationen in dieser Galaxis. Die Signale kommen von überall. Wir können mit Sicherheit sagen, dass wir früher oder später auf einige von ihnen treffen werden. Unser oder insbesondere dein Leben wird sich für immer verändern, Captain. Emmett hat fantastische Arbeit geleistet. Er konnte ein paar der elektromagnetischen Interferenzen zu einer Art potenziellem Landepunkt auf unserem Flugbahn zurückverfolgen. Unsere voraussichtliche Dauer bis zur Ankunft auf den Himmelskörper, was immer auch sein mag, beträgt T-3. Okay, nur 3 Tage. Sehr schön. Wieso bin ich jetzt verletzt? Ich kann auf die draufdrücken. Ah, das ist cool. Gesundheit, okay. Ein Verbandskasten, ne? Ja gut, ich heile mich einfach mal. Ah, Captain, hinter dir, ein dreiköpfiger Ruski. Oh, tut mir leid, Captain. Ich habe nicht erwartet, dass du für diese Routinenübung so hochgesprungen und dir den Kopf angeschlagen würdest. Das sieht übel aus. Du hast da was Rotes. Nein, ich... Wenn du etwas hast, womit du die Wunde behandeln kannst, empfehle ich dir stark Gebrauch davon zu machen. Vielleicht soll ich mir das nächste Mal das erstmal durchlesen, bevor ich mich behandle. Oh, weh, ich bin jetzt immer noch verletzt. Dann drehe ich durch. Klebeband hat ca. 1337 Anwendungsmöglichkeiten. Die Versorgung von Wunden ist natürlich eine davon, auch wenn sie dabei eher einen provisorischen Verband darstellt. Unsere Navigationsdaten bestätigen, dass wir uns nur immer noch T-. Aha, du siehst fantastisch aus, Captain. Jetzt strotzt du vor Energie. Du bist am Verhungern, Captain. Ist besser ein Happen. Okay, am Verhungern. Energie geladen. Sehr schön. So, Essen für ihn. Captain, das stimmt was nicht. Ich verzeichne unkontrollierte Energieschübe im Herstellungsmodus, im Modul. Ich kann sie nicht unterbinden, damit ist das kein Unfall. Das ist ein Sabotageakt. Jemand muss sofort reparieren oder das Modul explodiert schnell. Okay. Ich habe ja meine Intelligenzbestie, die macht das schon. Das ist eine lange Ladezeit. Was ist denn da los? Und was ist mit dir? Ich glaube, er ist am Verhungern. Emmett zur Rettung. Sein schnelles Handeln hat den Tag und das sabotierte Herstellungssystem gerettet. Wer hätte gedacht, dass nur das Stromkabel gezogen werden muss? Das Herstellungsmodul muss neu gestartet werden, sollte aber morgen wieder einsatzbereit sein. Wir befinden uns noch immer im Anflug auf dem möglichen Landeplatz. Okay, wir sind bald da. Topfit. Du bist jetzt hellwach. Du solltest etwas essen, Captain. Emmett hat seinen Verstand geschärft und ist jetzt hellwach. Total. Emmett ist am Verhungern. Okay, Dede hat ihren Verstand geschärft und ist jetzt hellwach. Dede ist am Verhungern. Ja, ihr seht wirklich sehr wachsam aus. Dann kriegst du was zu essen. Und das war's. Wir haben kein Essen mehr. Wir landen aber sowieso in Kürze. Ich kann meinen eigenen Kameras nicht glauben. Gerade sind ein Dutzend Kartoffeln an uns vorbeigerast. Captain, das musst du dir ansehen. Sieh nur, wie Lauchstangen, die durch die Temperatur von fast 0 Grad Kelvin gefroren sind, majestätisch zwischen unseren Stabilisatoren gleiten. Eine kommt uns etwas zu nahe und, oh, sie ist in unzähligen glänzenden Splittern zersprungen, die wie winzige Diamanten durchs All schweben. Raumfahrtkartoffeln gehören zu den Feierlichkeiten des Tages der Landwirte auf dem weit entfernten Planeten Katroschok. Wir greifen nach den Sternen, heißt es ist in ihrer Übertragung. Dort ist auch von einem Schwesterplaneten namens Pomodoria die Rede, in dem dieses Ereignis auch bald stattfindet. Wir sollten versuchen, die verschlossenen Feiertomaten aus dem Weltall zu fischen, aber wie? Mit Geschwindigkeit.
Gib mir Essen. Bitte, ich hab nichts mehr. Wenn der Captain gleich am Verhungern ist, ist er tot. Ah, sauber. Die Feiertomaten wurden von den Bauern des Planeten Pomodoria ins Weltall geschossen. Du hast dich aufgewärmt, dich ausgiebig gedehnt und bist dann ganz wie ein anmutiges Jojo in das All rund um das Shuttle geflogen. Du hast eine winzige Kirschtomate nach der anderen aus dem All gepflückt, während der Hunger dein Geschick in die Höhe trieb. Die Tomaten sind jetzt sicher gelandet. Du hast sie aufgetaut, gekocht und in die Dose abgefüllt und damit hervorragende Mahlzeiten kreiert. Herzlichen Glückwunsch, Captain, du hast Suppe gekocht. Oh, sehr schön. Oh, wachsam, wachsam. Oh, wir haben jetzt gerade richtig. Gut, da ist der Planet, der ist rot. Sir, eine wirklich große Überraschung ist auf unserem Scanner aufgetaucht. Ein finsterer Planet mit tosendem Himmel liegt direkt auf unserem Weg. Er wird von einem immensen Unwetter heimgesucht, aber unter den dunklen Wolken konnten meine Scanner vage und unklare Wärmesignaturen und mehrere Bauten aufspüren. Selbst eine Welt voller Donner ist vermutlich eine Verbesserung gegenüber diesem irrsinnig leeren Vakuum. Soll ich das Landeprotokoll initiieren, Captain? Ja klar, wieso nicht? Ich muss die Planeten kennenlernen. Ich muss gucken, ob es sich lohnt, auf so einen Planeten zu gehen. Go! Landen wir jetzt? Wir landen! Yay! Tag 11. Oh, du siehst ausgehungert aus. Während unseres Sinkfluts zum vom Unwetter heimgesuchten Planeten meldete sich Besatzungsmitglied Alice zu Wort und sagte, das ist kein Gewitter, das ist nuklearer Winter. Oh nein. Er postulierte, dass diese Welt vor kurzem einen Atomkrieg erlebt hätte und wir Zeugen der Nachwirkungen seien. Das ist die Erde, wir sind zurück zur Erde geflogen. Oh Gott. Und wir Zeugen, ja, okay. Aber er sagte auch, dass wir alles überstehen könnten, solange du uns nur anführst. Du hast den Hinweis von M mit dem Hinterkopf behalten und unser Raumschiff auf elegante Weise durch die schlimmen Teile des Unwetters manövriert, bis wir schließlich an einem sicheren Ort auf dem Planeten gelandet sind. Unglücklicherweise hat die atmosphärische Elektrizität den Kommunikator auf dem Weg nach unten durchbrennen lassen. Nachdem wir am Boden angekommen sind, hat sich Emmett umgesehen und festgestellt, dass es sich hierbei nicht um einen nuklearen Winter handelte. Hier ging irgendwas anderes vor sich. Die Oberfläche des Planeten hat viele Kriege und Traumata erlebt. Und diese sind nicht nur auf atomare Katastrophen beschränkt gewesen. Wir sollten beim Erkunden vorsichtig sein, Captain. Du hast immer noch Energie, Sir. Emmett ist noch hellwach. Du bist am Verhungern, Captain. Ist besser was. Okay. Ich glaube, wir sind auf der Erde gelandet, oder? Kann das sein? Captain, ich habe etwas Interessantes auf der Oberfläche des Planeten gefunden. Sieht so aus, als hätte jemand seine Zeit damit verbracht, eine Riesenversion von 3 Gewinn zu spielen. Auch wenn das Spiel nie beendet wurde. Die Spielsteine bestehen aus Mineralien, die wir verwenden könnten. Ich bin normalerweise keine, die anderen gerne den Spaß verdirbt. Aber bei dem Spielstand steht der Gewinner ja ohnehin schon fest. Es wird sie also sicher nicht stören, wenn wir das ein oder andere 0 oder X zerstören. Sollten wir so frei sein und die Teile als Ressourcen verwenden? Ja, wieso nicht? Okay. Lichtung. Chance auf das Zeug, Gefahren, Gras oder was das? Ich weiß es nicht, Radiozone. Oh. Das ist sehr gefährlich, aber wir kriegen... gut. Brauchen wir nicht. Wir haben das Artefakt. Gefahren. Wir brauchen hier auf jeden Fall eine Waffe. Aber wie können wir denn die Socke bekommen? Wir sollten erstmal hier hin. Und wir schicken sie, weil sie schnell ist. Ausrüstung. Was kannst du gebrauchen? Rüstung? Ich habe eine Rüstung. Rüstung und... Ah. Na gut, da sind keine Gefahren. Was ist das für ein Zeichen? Ist das Gras? Da brauchst du ja keine Waffe für, ne? Ich gebe dir die Gasmaske mit. Raumanzug verbessern. Ah, okay. Tatsächlich, ich habe die Rüstung dabei. Ja, gut, das ist kacke, dass das kaputt ist und das kaputt ist. Ist aber alles kaputt. Tag 12.
Der Abbau des großen 3-Gewinnspiels war ein voller Erfolg. Wer auch immer es hinterlassen hat, war nirgends zu sehen. Und du bist einer deftigen Ladung Mineralien zugekehrt. Sie waren zwar etwas schwer zum Schiff zu tragen, unter anderem wegen ihrer gigantischen Größe, aber sonst lief alles reibungslos. Es wird Ihnen eine Lehre sein, Ihre Spielsachen nicht auf dem Boden bzw. auf der Planetenüberfläche liegen zu lassen. Ich bin mir sicher, es macht niemandem etwas aus. Captain, das Expeditionsmodul im hinteren Teil der Kabine ist jetzt aktiv. Ja, wir haben schon jemanden weggeschickt. Jeder hat einen Spaziergang in den weitläufigen, merkwürdigen Wald im Nordosten unternommen. Hoffen wir, dass sie keine Lebkuchenhäuser beitritt. Emmett wirkt immer noch hellwach. Du sollst etwas Captain. Emmett ist am Verhungern, okay. Das war's aber auch. Kein Essen mehr. Ich kann Feuerzeug herstellen. Soll ich ein Feuerzeug herstellen? Ich könnte auch recyceln. Ich brauche nämlich Chemikalien. Ich dachte, der Kommunikator ist kaputt. Der ist auch kaputt. Dann recyceln wir den Kommunikator, der ist sowieso kaputt. Achtung, Achtung, wir haben einen Riss. Das Schiff wird kontaminiert. Ich habe alle Notfallprotokolle in Gang gesetzt, doch es scheint alles umsonst. Diese Kontaminierung kann nicht verhindert werden. Captain, du musst dich schützen, bevor es zu spät ist. Das sind die Sachen, die ich hier mitgegeben habe. Ah, ich habe mir beide Sachen mitgegeben. Oh, ist das bitter. Errungenschaftsvorschrift, Öko. Hast du es noch nicht mitbekommen, Captain? Ach Gott. Das Schiff wurde kontaminiert, also erkläre mir bitte auf eine Art, die eine bescheidene KI wie ich verstehen kann, wieso du dich nicht schützen solltest. Das Fieber, der Husten und alle weiteren Symptome, die ich zweifellos als eklig bezeichnen kann, sind das Ereignis dieser bedauerlichen Krise. Die gute Nachricht ist, dass sie schon bald vorübergehen sollte. Ja gut, Emmett ist jetzt krank. Aber wir brauchen Essen. Oh, ich könnte das Herstellungsmodul machen. Krank. Ein netter alter Mann, der aussieht wie Charles Darwin, klopft höflich an unsere Hauptschleuse. Du lässt ihn hinein, er gibt dir die Hand und lässt sie mit seinem eisernen Griffen nicht mehr los. Die Technologie hält die Evolution auf. Sowjetische Wissenschaftler wollen, dass unsere Spezies stark bleibt und haben deshalb mich geschaffen, den natürliche Auslesebot. Wie kommen denn die Sowjet hierher? Er behauptet, es sei nur zu deinem Besten. Genau das sagte auch der Zahnarzt immer und dem hast du auch nicht geglaubt. Du hast mich hineingelassen, trotz der Warnsignale. Nun stelle dich deinem Weltraumfeind, Mensch. Da hat er nicht ganz Unrecht, Captain. Oh, ich glaube, das besprechen wir lieber später. Verteidige dich. Woher weiß er, dass ich ein Mensch bin? Gibt so vieles keinen Sinn. Dede ist noch unterwegs, man sieht es noch. Tag 14. Ja, Freunde, und das war's für heute, würde ich sagen. Wir sehen uns morgen wieder. Dann gucken wir, ob wir unseren Rekord brechen. Und wir haben anscheinend geschafft, den Typ zu überleben, haben aber nichts mehr zu essen. Wir sind am Verhungern. Ich dachte, ich hätte Essen hergestellt. Bis morgen. Tschüss.